Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion 2 im Ranglistenmodus. Ich gehe mit als Burg rein. Welcome to Nova. Wenn wir sowieso schon Late Game machen. Den gar nicht. Den können wir mitnehmen. Ja, schadensmäßig sieht es nicht so gut aus. Mehr Tanks als alles andere. Wir stellen den mal hin. Der sollte reichen. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber ich glaube, der reicht für die erste Welle ganz alleine. Und dann gehen wir drüben in Kaulquappen rein. Stellen wir noch eine hin. Sicher, sicher. So, hier drüben eine Katze mit drei Steaks. Regenerationsbaum wird es wahrscheinlich mit dem Angler. Kingpin draus machen. Ja, endlich mal wieder Burg. Lange Fiesta probiert, also jetzt zwei Runden, ja, lange. Feuerelement am Anfang auch super stark. Dem Teufelsfisch komme ich auf jeden Fall erstmal über die Runden. Ich baue ihn dann auf zur Seraphine. Also nächste Runde tausche ich sozusagen. So, die Katze hat wahrscheinlich wieder Steaks reingepackt. Ja, ein. Der wird 5 locker haben, auf jeden Fall. Ich jetzt auch. Oh, das wird eng. Bei ihm wird es eng. Die eine Schnecke. Ja. Ein kleiner Lied ist auch was. Da sagt man nicht nein. So, wir tauschen. Und ich mache den Schleim hin. Der Schleim ist auch für den Split sehr gut, wenn er sich dann wieder aufteilt. Das ist gar nicht schlecht. Ich mache trotzdem zwei Aufwertungen und gehe jetzt nicht weiter rein in Sens. Wenn ich jetzt hätte eine Echse schicken können für die Katze. Okay, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Okay, hier ist durch. Ah, es wird er blocken. Feuerelementar macht guten magischen Schaden da oben drauf. Gar kein Problem. Gerade nicht abgebraten. So, wir bauen eine Seeschlange. Gehen hier nochmal zwei rein. Könnten eigentlich mal eine Echse probieren. Klingt gut. Auf 6 klingt gut. Wiedersehen, Echse.
Er hat maximal aufgewertet, regeneriert sich jetzt. Auf zu Work! Er hat schon gut Mana gesammelt, na? Ach so. Dann ist klar. Aber sie sind aktuell mein einzigster magischer Schaden. Ich kann hier drüben noch ein paar hinstellen und die zum Teufelsfisch machen. Das geht. Aufwertung gemacht. Oh, Metzger. Da war man mit einem Robokonton. Krieg ich noch Blut raus? Ja, gut. Komm schon, komm schon. Ja. So wollte ich das. Perfekt. Hauen wir die zwei hier hin. Können wir hier drüben auch noch einen hinbauen. Krieg ich nur eine Schnecke rein. Mehr schaffe ich nicht. Okay, der sammelt. Ärgerlich, dass der nicht da drüben hingeht. Jetzt erst. Sehr schön. Hat er viel Schaden mit den Protonen und Atomen dazu bekommen. Reicht aber. Bisschen Schaden ist sehr gut für uns. Auf jeden Fall werte ich den jetzt hier auf. Brauche hier nochmal zwei hin. Den tausche ich. Für ihn sind Aufprall-Raves besser. Also 10. Ja, die 10. Wert mal den King auf. Und dann gehen wir auf 10. 10 ist für mich auch okay. Was hat er jetzt gesammelt für 3 Echsen? Hab mir schon Sorgen gemacht. So ein Quatsch. Consider it done. On my way. Mal wieder wechseln. Ich baue jetzt hier nicht noch zwei von den Galgwappen hin. Dann nehme ich da lieber noch einen Worker mit. Oder auch nicht. Sammelgeschichten mache ich lieber nicht verkehrt und baue dann lieber Einheiten.
Was kriegen wir zusammen? Vampir? Wir stellen Tor hin. Das sollte erstmal gut was bringen. Nächste Wave dann versuchen, ihn abzugraden für 185. Gucken wir mal hier rüber. Hat den Chefkoch schon. Sonst gar nichts, ey. Machen das so. Kommt auf jeden Fall noch ein Robo raus. Du kriegst ein Upgrade. Du gehst weg, dann baue ich noch einen zweiten hin. Scheiß auf die Kaulquappen. Brauche ich keinen Mensch. Der hat wieder getauscht. Ich denke mal, wir werden auf dunkles Ritual gehen, weil Vampir bringt mir hier irgendwie noch nicht so viel. Vielleicht, wenn ich jetzt hier im Seelentor das geben würde, aber das glaube ich nicht. Okay, machen wir die Backline down. Konnten gut angreifen. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt sind wir mit Mini-Leben durchgekommen. Das heißt, wir haben übelst viel eingebüßt dafür, dass sie es nicht geschafft haben. Und für uns noch mehr Kohle. Wir sind gierig. Wir holen uns massenhaft Worker. Und dann gehen wir auf 13. 13 ist gut für ihn und für mich auch. Ja? Aufbauschaden hat er jetzt zwar die, so, dafür mache ich dann magischen Schaden rein und er ist da auch gegen Kacke. Und gut gleichzeitig, weil die Verteidigung passt halt, ne? Durch die Upgrades kann ich jetzt noch 2 Wochen gehen. Bau dann Seeschlangen. Ich könnte theoretisch auch den Wanderer mitnehmen. Den könnte ich aufwerten, wenn ich eine Kaulquappe verkaufe. Das machen wir. Sieht doch gut aus. Sieht sehr gut aus. Da haben wir nächste Runde ordentlich was rein. Ein Voreis. Magischen Schaden aber gar nicht. Das heißt, wir könnten mit Dinos sogar angreifen. Die beiden werte ich auf, beziehungsweise die 3. Brauche ich wieder 2 neue hin. Ich könnte noch ein bisschen Stich gebrauchen gegen die.
dir. Gucken wir mal. Boah, jetzt greift auf jeden Fall gut an. Sieht gut aus. Boah, es war die richtige Entscheidung. Oh, Weltzerstörer kämpft noch und meine letzten Einheiten kämpfen auch. Aufgegeben. Hätten sie aber wahrscheinlich eh nicht geschafft. Das war eine geile Runde, so muss es klappen. So muss es fast jedes Mal sein. Also man will ein bisschen Abwechslung und ein bisschen Herausforderungen, aber solche Runden zwischendurch sind natürlich auch super. Ja, das war eine weitere Runde Legion. Schon keine Ahnung, wie ist es vorbei. Lasst ein Like, ein Abo da, wie immer. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.